Inchies? Im Junk Journal? Geht das? Klar, guckst du hier, schöner Hintergrund. Aber da fehlt noch was. Hm, Journal with me. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art und herzlich willkommen zu einem kleinen Journal with me. Heute möchte ich gerne eine Seite gestalten in meinem Junk Journal mit sogenannten Inchies und dem neuen Papier von Barbara alias 49 Dragonflies. Das hier ist also gleichzeitig auch ein Design-Team-Projekt für 49 Dragonflies. Ich verwende dafür ihr niegelnagelneues Papier bzw. Teile davon. Dieses heißt Once Upon a Time. Und sie hat mehrere Artikel in ihrem Shop. Schaut euch das bitte mal an. Das ist so cool. Da sind überall so kleine Feen. Guck mal, und so kleine Vögelchen und so kleine Eulen. Und ja, wie ihr seht, ich bin so voll in Action mit diesem Papier. Wundert euch nicht, hier fehlt schon so ein bisschen was. Ich hatte gedacht, ich schaffe mal so einen kleinen Anreiz, dass ihr da in ihren Shop geht und euch das anguckt, wenn ihr wissen wollt, was hier fehlt. Schaut euch das bitte in ihrem Shop an. Nein, ist natürlich nur Spaß. Ich habe schon ein bisschen mit diesem Papier gearbeitet, deswegen fehlt da teilweise was. Und ich habe hier jetzt auch nicht alles liegen, was dieses Set umfasst. Also das ist wirklich sehr umfangreich. Und sie hat auch noch andere, kleinere Artikel mit dazu gemacht, die passend zu diesen Hauptseiten sind. Unter anderem gibt es auch solche Labels hier. Und wie man hier unschwer erkennen kann, kann man sich das benutzen, um sich einen Kalender zu machen zum Beispiel. Die Barbara selbst hat auch auf ihrem Kanal mehrere Videos, wie sie ein normales Buch in ein Altered Book umwandelt und dieses als Kalender verwendet. Das ist sehr spannend, das ist sehr wunderschönst geworden. Ich finde es so wunderschön, was der gemacht hat. Und das sage ich, ja, obwohl ich eigentlich nicht hier so der Feen- und Elfentyp bin, ne? Also so Fairies hier ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber komischerweise, seit ich in Barbaras Designteam bin, habe ich schon öfters mal so welche Feen hier verwendet. Und so Elfen und so Zeugs. Aber das kommt einfach, weil sie das so wunderschön zusammengestellt hat und das einfach so schön aussieht. Dieses hier ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ne, also ich weiß nicht, ob ihr das mit den gleichen Augen seht wie ich, vermutlich nicht, weil, ja, also wenn ihr selber digitales Papier macht oder schon mal so ein bisschen was am Computer gemacht habt oder so, oder mit Photoshop oder so, irgendwie sowas, dann schaut euch mal bitte an, wie diese kleinen Fairies hier glänzen und auch wie dieser Hase hier glänzt, die strahlen so richtig. Und das liegt daran, dass Barbara hier einen weißen Schatten verwendet hat. Normalerweise würde man ja vielleicht vermuten, dass man so einen gräulichen oder eher dunkleren Schatten verwendet, so wie Schatten halt in echt auch ist, oder? Der Schatten ist ja dunkler, also ne, nicht so hell. Und seit ich dieses Papier gesehen habe, ne, ich bin so verliebt in diesen Schatten. Also, ja, was soll ich sagen? Ich habe hier voll die Erkenntnis gewonnen, als jetzt, ne, für meine eigenen digitalen Sachen irgendwie. Und ich finde, das ist so ein cooler Effekt. Das kommt so wunderschön raus. Ich finde es einfach nur genial. Ich habe so einen hellen Schatten schon manchmal auch in meinen eigenen Designs verwendet. Aber also Barbara, falls du dieses Video siehst, das hat mir voll die Augen geöffnet. Das ist voll der Game Changer. Also das schaut so genial aus. Danke. Danke, danke, danke für dieses. Ja, so. Jetzt nun zum eigentlichen Projekt. Ich möchte gerne heute sogenannte Inchies machen. Zeige ich euch eins, wie das hinterher aussieht? Nö, zeige ich euch nicht. Ich habe da nämlich schon welche am Rand liegen, aber das zeige ich euch jetzt nicht. Dafür werde ich mir erstmal hier ein bisschen was abreißen. Diese eigentlichen Motive hier, die kann man jetzt für diesen ersten Schritt nicht gebrauchen. Also wir brauchen hier erstmal nur den Hintergrund. Und damit ich mir nicht aus Versehen hier irgendwas drauf schmiere, reiße ich die mal ab, sodass wir die dann später getrennt vom Rest haben. Upsala, was ist das denn jetzt hier? Das soll natürlich so nicht passieren. Hier ist das Papier jetzt ganz dünn. Das muss ich mal noch hier abreißen. Ja, wir haben ja schon so Späßchen gemacht. Ne, Barbara hat ja schon, also ich habe ja mal irgendwann zu ihr gesagt, ich zerreiße immer dein Papier. Wahrscheinlich schmeißt du mich irgendwann mal aus deinem Designteam raus. Und sie hatte dann so als sarkastischen Kommentar unter eins der Videos geschrieben, so nach dem Motto, das war jetzt hier das letzte Mal, dass ich mit dir irgendwas zusammen mache. Du bist raus, weil du zerreißt immer mein Papier. Das ist ein bisschen so ein Running Gag. Barbara, Entschuldigung, aber ich muss das hier wieder tun, weil ich brauche hier so welche Hintergründe. Und
Hier habe ich das jetzt so gemacht für den nächsten Schritt, dass ich mir die ausgesucht habe, die in der Farbe sehr unterschiedlich sind. Also es gibt da auch so welche, die die gleiche Farbe oder ziemlich die gleiche Farbe haben. Hier zum Beispiel hat sie das so ziemlich ähnlich gemacht, sodass das natürlich auch gut zusammenpasst, oder? Aber diese zwei Blätter könnte ich jetzt im Kontext hier nicht gebrauchen, weil die mir zu gleichmäßig sind. Ich nehme also etwas, was möglichst unterschiedliche Farben hat. So, dann möchte ich mir als nächstes ein bisschen Strukturpaste anmischen. Dafür nehme ich einfach nur ein bisschen weißes Gesso. Da haben mich auch schon einige mal danach gefragt, wie ich das mache. Deswegen erkläre ich das hier kurz mal noch ein bisschen ausführlicher. Komm raus. Also ich nehme mir hier so weißes Gesso, mach mal hier so ein kleines, wie das ausschaut. Ne, guck mal. Wunderschön, wie so ein kleiner weißer. Ihr wisst schon. Ich wollte jetzt gerade einen Spaß mit einem von den Bildern machen. Das lasse ich jetzt lieber sein, sonst sperrt mir YouTube vielleicht das Video. Aber ihr habt schon verstanden, was ich meine. Hier füge ich jetzt etwas weißen sogenannten Marble Dust hinzu. Marmorstaub auf Deutsch. Dafür kann man auch Schlemmkreide oder etwas Ähnliches verwenden. Es würde sogar weißer, ganz feiner Vogelsand gehen. Oder manche machen das tatsächlich auch mit Babypuder. Das habe ich selber noch nie ausprobiert, aber das soll angeblich auch funktionieren. Ich nehme hier in etwa gleich viel Gesso, wie ich von dieser Schlemmkreide habe und versuche das jetzt, ohne mir den ganzen Tisch zu versauen, hier so zu vermischen. Also so ist das jetzt ungefähr hier so von der Konsistenz. Bisschen so wie, boah, ja, keine Ahnung, so etwas härterer Kuchenteig. Und dann nehme ich mir mal hier einen von diesen Hintergründen und eine, komm raus, Schablone. Ich mal diese hier. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen Gilding Wax auf der Schablone, das tut aber nichts. Sollte der sich jetzt mit ablösen, was er wahrscheinlich nicht tun wird, bin ich glücklich, weil dann habe ich das da gleich schon so ein bisschen Gold. Das passt ja gut zum Thema Fairies. Und wenn der drauf bleibt, habe ich auch kein Problem. So. Heben wir das mal vorsichtig ab. Und wie man hoffentlich sehen kann, hat man jetzt. Oh! Guck mal, da ist ein bisschen Gold gekommen. Oh! Wie geil ist das denn? Hoffentlich bleibt das da. Hoffentlich fällt das jetzt nicht ab. Weil sowas Ähnliches hatte ich erwartet. Also jetzt nicht so, aber so ähnlich. Ja, was ich jedenfalls eigentlich sagen wollte, ist, der Abdruck der Schablone ist sehr klar. Dadurch, dass diese ganze Chose da ein bisschen härter ist als eben normales Gesso. Jetzt nehme ich mir hier noch eine andere Schablone. Diese ist übrigens von Lavinia Stamps, die davor war von Tim Holz. Einige hat mich schon mal gefragt nach diesen Schablonen. Die Antwort lautet, die sind von Lavinia Stamps. Kriegt man nicht auf Amazon, sondern nur bei der Firma direkt. Also die haben einen Online-Shop. So. Halleluja. Hätten wir mal das. Das schaut jetzt einmal so aus. Und dann habe ich mir gedacht, diese hier passt auch ganz gut zu diesem Feenthema. Da möchte ich jetzt auch versuchen, da oben diese kleinen Äste noch mit zu nehmen. Einfach hier so drüber. Und als ein, zwei, drei, viertes nehmen wir vielleicht noch diese hier dazu. Jetzt müssen wir gerade überlegen, wie ich das hier am blödsten mache. So vielleicht. So, wenn das Ganze dann gut getrocknet ist, also hier zwischen diesen zwei Videosequenzen liegt jetzt einige Zeit. Man kann das ganz gut mit einem Heißluftföhn trocknen oder eben an der Luft. Du kannst feststellen, ob das wirklich richtig trocken ist, wenn du da drauf fühlst und die Strukturpaste die gleiche Temperatur hat wie deine Hand, dann ist das trocken. Wenn das kälter ist, musst du ein bisschen aufpassen, ne? Vorsichtig fühlen. Wenn das kälter ist als deine Hand, dann ist es noch feucht, dann solltest du noch etwas abwarten. Wenn das alles getrocknet ist, kannst du dir deine Schneidemaschine nehmen
oder ein Lineal und ein Cuttermesser, je nachdem, was du für eine Schneidemaschine hast. Hier habe ich mal wieder mein besonders tolles Exemplar rausgeholt. Wer meinen Kanal verfolgt, weiß, ich stehe etwas auf Kriegsfuß mit dieser Schneidemaschine. Deswegen ist es mir auch relativ wurscht, was jetzt hier passiert. Sollte die mal irgendwann den Geist aufgeben, dann werde ich da das Fenster aufmachen rechts von mir und die da rauswerfen. Das ist mir sowas von Schnurz. Jedenfalls schneide ich mir das jetzt erstmal hier in so kleine handliche Stücke. Wenn du Angst um deine Schneidemaschine hast mit der Strukturpaste drauf, dann nimmst du dir bitte einfach ein Cuttermesser und ein Lineal und machst das halt, ne, per Hand. Und was ich jetzt als erstes tun möchte, ist Folgendes. Also während ich das hier noch sehen kann, weil ich schneide das gleich blind, ja, während ich das aber hier noch sehen kann, gucke ich mal, wo ich so Stellen habe, wie hier unten, wo nichts ist. Und diese Stellen schneide ich mir mal so ab. Und danach möchte ich das Ganze auf das Maß von sogenannten Inches schneiden. Ein Inchi ist ein Quadrat, was die Abmessungen 1 Inch mal 1 Inch hat. Und wenn man sich das hier so anguckt, gibt es hier so Stellen, wenn ich es mir hier so mal anlege bei 1 Inch und ich klappe das hier runter. Ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt so gut erkennen kann, aber dann lass mich das mal irgendwie anders machen. Also hier würde die Maschine schneiden. So, und jetzt sieht man schon, dass auf diesem Streifen sowohl Strukturpaste als auch das blanke Papier zu sehen ist. Sowas kann sehr interessant sein. Dieses hier lasse ich also dran. Ich habe das auch bewusst vorher schon so auf das Papier gestrichen, dass ich ein bisschen was von diesem Designpapier habe, nackt sozusagen, bisschen was mit Strukturpaste drauf und ein bisschen was hier, wo eben diese Blättchen nicht im Hintergrund sind. So, wenn ich das habe, dann mache ich das mal mit allen anderen von diesen Dingern auch. Und schneide mir da erstmal die Ränder ab. Ja, hier scheint mir das so zu sein, als wenn wir da gar nichts abschneiden bräuchten. Okay, den Rand lassen wir hier mal so. Okay, und wenn ich das jetzt habe, dann nehme ich mir dieses Ding und also dieses, eins von diesen Dingern hier und drehe das um, sodass ich das blind schneiden kann. Und jetzt mache ich mir als erstes einmal Streifen, die 1 Inch breit sind. Also hier sieht man ja auf der Skala von der Schneidemaschine, gibt es einmal das Zentimeter und diese größere Skala, wo diese Striche weiter auseinander sind, das ist das Inchmaß. Und jetzt lege ich hier bei 1 an und schneide jetzt erstmal so welche Streifen. So, wenn wir diese Streifen haben, die jetzt ja alle 1 Inch breit sind, dann können wir das wieder hier so anlegen, auch wieder natürlich bei 1 Inch, sodass wir dann beim Schneiden ein Quadrat erhalten. Und dann kann man die hier alle so in so kleine Quadrate schneiden, ebenfalls blind, damit man nicht beeinflusst wird von dem, was man da tut und was man da erhält und damit das eine möglichst große Überraschung ist. So, wenn wir das alles geschnitten haben, dann können wir mal schauen, was wir hier rausgekriegt haben. Und das ist ähnlich spannend, wie wenn man so ein Masterboard schneidet. Jetzt haben wir hier lauter so kleine Inchis, die alle unterschiedlich aussehen und jedes für sich ist wie so ein kleines Kunstwerk. Und ich weiß wohl, dass es Menschen gibt, die jetzt diese einzelnen Dinger hier in wirklich individuelle kleine Kunstwerke verwandeln. Wenn ihr das mal bei Pinterest oder so eintippt, das Wort Inchis, dann werdet ihr einige Beiträge finden von Leuten, die das jetzt da so auf ihrem Papier alles so nebeneinander so, ne, aufgeklebt zum Beispiel haben. Und da schaut dann jedes einzelne aus wie ein kleines Kunstwerk. Die malen dann da vielleicht irgendwie noch so kleine Sachen drauf, dudeln da drumrum oder stempeln irgendwas drauf oder so. Und das ist sicherlich eine Art, also die ursprüngliche Art, würde ich jetzt mal so behaupten, also laut meines Wissensstandes, mit diesen Inchis umzugehen. Ich möchte die aber gerne als Hintergrund verwenden für das, was ich heute tue. Und deswegen werde ich das jetzt hier ein bisschen anders machen. Als erstes einmal werde ich dieses hier nehmen und die Ränder ein wenig distressen. Was haben wir hier noch? Oh, du darfst auch noch mitspielen. Dafür nehme ich mir hier einfach mein Distress-Bürstchen und ich nehme Distress Oxide Vintage Photo, um diesem
Plan hier nachzugehen, weil das auf der Struktur passte, besser hält und für mich schöner aussieht. Und jetzt kann ich da so drumherum gehen und diesem Ganzen so einen richtig coolen Vintage-Rand geben. Und wenn man über die Strukturpaste ein bisschen drüber kommt, ist logisch, weil das Teil ist ja nur so klein, dann ergibt sich da auch nochmal so ein richtig cooler Effekt. Ich finde, dieses auf der Strukturpaste, das schaut richtig cool aus. Halleluja! So, wenn man das Ganze fertig hat, schaut das mal so aus. Und bisher haben wir, also habe ich mir diese Inchis jetzt so im Ganzen angeguckt. Jetzt versuche ich aber, mir mal jedes Einzelne anzugucken und zu gucken, wo ich vielleicht irgendwas sehe, wo ich denke, oh, da könnte man jetzt noch irgendwas Cooles machen, zum Beispiel nämlich stempeln. So wie dieses hier zum Beispiel, das schaut total schön aus, so wie das jetzt hier ist. Und das schreit doch gerade danach, hier in der Mitte irgendwas hinzustempeln, oder nicht? Und weil dem so ist, nehme ich mir hier so einen Stempel und mein schwarzes Stazon-Stempelkissen und werde mal versuchen, da so einen kleinen Pilz drauf zu stempeln. Naja. Okay, das ist jetzt nicht ganz so klar geworden, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Nichtsdestotrotz finde ich, schaut das ganz interessant eigentlich aus. Nicht schlecht, ja. Also es ist anders, als ich gedacht hatte, aber ich finde das irgendwie ganz cool trotzdem. Und so kann ich jetzt natürlich mir hier verschiedene raussuchen. Dieses zum Beispiel finde ich auch sehr interessant, wo ich mir denke, oh, da könnte man jetzt vielleicht noch irgendwas draufstempeln, was ja das Ganze ein bisschen interessanter werden lässt. Und was diese einzelnen Dinger jetzt hier zu einem individuellen kleinen Kunstwerk werden lässt. So zum Beispiel. Dieses hier, also ich nehme jetzt hier hauptsächlich die, wo nicht so viel Strukturpaste drauf ist, denn wenn man über die Strukturpaste stempeln muss, ist das immer nicht so ganz einfach. Nichtsdestotrotz, es funktioniert, aber es wird dann nicht ganz so klar. Also hier zum Beispiel, ne, ist das jetzt auch sehr abstrakt, aber ich finde es total interessant, wie das Ganze jetzt aussieht. Und ich finde, habe ich das jetzt gerade schon gesagt, so Pilze passen jetzt relativ gut, finde ich, zu diesem Feenthema. So zum Beispiel, kann man sich noch ein bisschen schön auf den Tisch stempeln, das ist auch ganz gut. Was ich da auch noch habe, sind so kleine Fahne, die sich vielleicht hier eignen würden. Übrigens, falls das einen interessiert, ich höre euch schon fragen, diese Stempel sind von AliExpress. Sollte ich sie finden, nochmal wiederfinden, werde ich euch die unten verlinken. Die sind eigentlich ganz cool. Das sind so welche langen Dinger hier. Kann man auch auf einen Acrylblock draufkleben. Und also hier ist oben so eine Folie drauf. Die habe ich jetzt bloß nicht abgemacht, weil ich es jetzt gerade nicht brauche, dass es ab ist. Und dann kann man hier relativ filigran so stempeln. Ah, das finde ich auch cool. Das finde ich richtig geil. Guckt euch das an. Also manchmal hat man da nämlich so Überraschungsmomente, ne? Also dieses, das ist bisher mein Favorite Piece hier, würde ich sagen. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, wenn man so lange Stempel hat, wo man so kleinere Motive drauf hat, finde ich das nicht schlecht, weil da kann man sich dann eben aussuchen, welchen Teil man da stempeln will. Und dann kann man einfach die Stempeltinte da so drauf machen in dem Bereich und hoffen, dass man das Richtige da so erwischt, wie man sich das gedacht hat. Und das hier sind jetzt auch, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so kollagierte Stempel, wo mehrere Sachen so auf einem Stempel drauf sind. Also das ist ja hier eigentlich, das kann man auch gut für Tickets und so weiter verwenden, ne? Das ist hier so ein komplettes Motiv so länglich oder zum Beispiel auch am Rand von irgendwelchen Seiten oder so. Aber für solche Projekte finde ich das auch nicht schlecht, weil dann kann man sich da wirklich das aussuchen, was man da drauf haben möchte. Und man hat trotzdem aber noch so ein bisschen von dem Rest, was da oben drüber oder drunter ist. Und es ist immer so ein bisschen Überraschung, was da rauskommt. Das finde ich auch sehr cool. Ja, so stempel ich jetzt erstmal hier so ein bisschen fröhlich vor mich hin. So, wenn wir das alles fertig haben,
Dann kann man sich hier mal so ein bisschen Gilding Wax benehmen, benutzen, nehmen oder benutzen. Luise. Dieses ist Craft Emotions Wax Paste Metallic. So heißt das hier. Könnt ihr damit irgendwas anfangen? Metallic Gold. Ich glaube, die meisten von euch kennen diesen Gilding Wax. Jetzt nehme ich mir das hier so und jetzt möchte ich gerne am Rand bisschen so was Goldenes haben und gleichzeitig gehe ich auch an manchen Stellen ein kleines bisschen da so über die Strukturpaste drüber, je nachdem, wo ich mir denke, dass das gut aussehen könnte. Nicht so ganz rundherum, auf gar keinen Fall gleichmäßig, aber so, dass das bisschen so glitzert und glänzt, denn das passt ja wohl hervorragend zum Thema Feen. Dieses hier ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Also das ist so genial geworden. Ich weiß es ja nicht, ne? Wenn ihr dann diese einzelnen Teile in der Hand habt, werdet ihr feststellen, dass die auch für sich so sprechen könnten. Also das ist irgendwie ein total cooler Effekt. Schaut euch das mal an, bitte. Wie findest du das? Findest du das gut? Ja, so. Hier gehe ich jetzt erstmal so vor bei allen von diesen Teilen hier. Und wie gesagt, ich werde nicht alle hier benutzen bzw. brauchen heute für dieses Projekt. Aber ich möchte gerne hiermit auch schon so einen kleinen Vorrat haben, sodass ich dann darauf zurückgreifen kann, wenn ich nochmal so ein Projekt machen möchte oder wenn ich vielleicht denke, oh, ich mache noch eine zweite Seite mit Barbaras Papier und zu diesem Thema, dann kann ich da einfach aus meinem Vorrat schöpfen und habe diese ganze mühselige Arbeit hier schon mal hinter mir. Also, ne, ihr habt ja gesehen, ich habe zwischendurch auch die Kamera gestoppt, beziehungsweise sind hier Schnitte in dem Video. Das dauert natürlich schon verhältnismäßig lange, bis man dieses alles hier so einbalsamiert hat. Und von daher mag ich das ganz gerne, wenn man da so ein bisschen Vorrat hat. Und außerdem, wenn man ein paar mehr hat, hat man auch die Möglichkeit, natürlich später ein bisschen zu variieren und vielleicht das eine oder andere auszutauschen, wenn einem das an der Stelle, wo man es hingetan hat, nicht gefällt. Die Möglichkeit hätte man natürlich nicht, wenn man nur so viele macht, wie man tatsächlich braucht. So, wenn wir das alles hier so vergoldet haben, schaut das Ganze mal so aus. Und dann können wir uns hier ja mal so eine Seite aussuchen, ne, wo wir das so mal so draufkleben wollen. Ich habe mir jetzt hier eine Seite ausgewählt, die relativ neutral ist. Ich habe hier unten noch so einen kleinen Spruch, zeige ich euch später noch, der, glaube ich, ganz gut hier dazu passt. Und jetzt möchte ich gerne hier diese Inchis ansortieren. Und ja, das zu erklären, wie ich das mache, ist nicht ganz so einfach. Das hat ganz viel auch natürlich mit so Intuition und sowas zu tun. Aber ich denke mir ein paar in Anführungsstrichen Regeln. Also ja, das klingt so blöd, ne? Also ein paar so kleine Tipps oder so könnte ich da vielleicht schon mal so von mir geben. Und zwar mache ich das so, dass ich versuche, dass nicht die gleichen Farben hier aneinander sind. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel zwei von diesen lilanen habe, tue ich da zwei andere da daneben, sodass die lilanen möglichst nicht aneinander sind. Und ich verwende die, die sehr interessant aussehen, so wie zum Beispiel die mit den Pilzen hier, für den Rand, sodass möglichst viel davon dann später auch tatsächlich zu sehen ist. Ich stelle gerade fest, ich habe sehr viele Lilane, die etwas drauf haben. Schauen wir mal, vielleicht mal so. Und die relativ neutral sind, so wie diese hier zum Beispiel, die möchte ich gerne für die Mitte verwenden, sodass in der Mitte eher die, ja, sagen wir mal, etwas unspektakuläreren von diesen kleinen Inchis sind. Und hier zum Beispiel sind jetzt auch zwei Lilane aneinander. Das finde ich aber nicht so schlimm, weil auf diesem hier noch dieser halbe Schmetterling da gestempelt ist. Gibt es denn hier irgendwo was Grünes? Vielleicht noch hier für den Rand. So. Ich meine, wenn jetzt Lilane aneinander, also mehrere Lilane aneinander sind, finde ich das jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Ja.
Der Hintergrund sollte relativ neutral sein, meiner Meinung nach. Das schaut, finde ich, ein bisschen schöner aus, als wenn da sowas Wildes ist. Ich hatte das ausprobiert für das englische Video. Da habe ich das Ganze schon einmal gemacht. Ihr wisst ja, ich mache immer ein englisches und ein deutsches Video. Und da ist mir aufgefallen, also ich hatte das erst auf eine etwas, ja, sagen wir mal, wuseligere Seite gelegt. Oder ist mir aufgefallen, dass das nicht so gut aussieht, wenn das so wuselig ist. Hat mir nicht so gut gefallen. Zuerst habe ich gedacht, oh, voll cool, ne? Das entgegen meiner Vermutung schaut das eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie nichts. Habe ich hier noch so ein grünes? Auf jeden Fall habe ich zu wenig Grüne. Das ist schon mal, so viel ist schon mal klar. Ja, okay, aber ich glaube, so geht's. Ja, so finde ich das nicht schlecht. Das Ganze hier werde ich jetzt mal erstmal aufkleben. Und zwar benutze ich dafür ganz normal einen Prittstift, sodass diese Teilchen hier alle an Ort und Stelle sind. So, wenn das Ganze aufgeklebt ist, schaut das so aus. Was sagt ihr dazu? Das könnte man eigentlich auch fast so lassen, ne? Also ich habe mir eben gedacht, so, oh, das schaut so cool aus. Aber das ist natürlich noch kein Design-Team-Projekt, ne? Also so kann ich das hier nicht bei Barbara abgeben. Da kriege ich bestimmt eine 6. Also dementsprechend werden wir hier noch das ein bisschen aufpimpen. Ich habe hier mal ein paar von diesen, upsala, von diesen Feen ausgeschnitten, genau genommen zwei. Diese hier fand ich, dass es mit dem Grün ganz gut zu diesem Hintergrund passt. Und ich habe auch noch diesen Baumstamm hier mit diesen zwei Laternen ausgeschnitten, weil ich jetzt gerne auch diese Seite mit den Inchis mit der links hier daneben in einen Zusammenhang bringen möchte. Bevor ich das allerdings aufklebe, werde ich mir hier mal so eine Unterlage gerade nehmen. Und Distress Embossing Powder Brushed Corduroy und mein Embossing-Stempelkissen. Und dann werde ich diese Ränder hier etwas hier so einstreichen. Ganz, ja, wie soll ich sagen, unregelmäßig, ganz ungleichmäßig und unregelmäßig, um einfach diesen Rand hier jetzt so ein bisschen den Inchis anzupassen. Und so ein bisschen was Dreidimensionales, mein Gott, was ein Wort, noch hier drauf zu kriegen. Wenn man so einen Embossing-Stift hätte, wäre das wesentlich einfacher. So etwas besitze ich allerdings nicht. Deswegen mache ich das jetzt so mühselig hier. Das wird aber auch funktionieren, wie du gleich sehen wirst. Ich möchte jetzt nur, dass die Struktur von diesem Papier nicht ganz so platt ist. Also, ne, es ist halt immerhin nur Papier. Und ich möchte, dass das so ein bisschen distressed an den Rändern aussieht und eben ein bisschen ungleichmäßig auch. Man könnte das sicherlich, wenn man kein Embossing-Material zur Verfügung hat, auch mit einer Schere so ein bisschen aufrauen am Rand. Das würde mit Sicherheit auch funktionieren. Falls ihr euch gerade fragt, warum macht die Frau das auf ihrem Journal, das hat einen ganz einfachen technischen Grund. Für das Intro, was ihr vor diesem Video gesehen habt, habe ich hier so einen kleinen Videotrick angewendet und dafür muss mein Journal an genau der gleichen Stelle liegen, wie es vorher lag und meine Kamera muss auch an der gleichen Position bleiben, wie sie vorher war. Das ist der Grund, warum ich das hier so auf meinem Journal mache. Das sollte man natürlich im normalen Leben nicht tun. Das schaut mal hier so aus, damit man sich das nicht alles da ins Journal bläst. Aber ich habe jetzt gerade keine andere Möglichkeit. Deswegen tue ich das gerade hier so ein bisschen seltsam. So, wenn das dann geschmolzen ist, dann schaut das so aus. Und ich finde das einen total schönen Effekt. Ich hoffe, dass man das einigermaßen erkennen kann. Das ist so richtig dreidimensional, logischerweise, ne? Weil das Embossing-Puder trägt ja so auf. Und ich finde auch gerade hier bei den Laternen hat das so einen total schönen Effekt. Das schaut ein bisschen so aus wie so dieser Feenstaub, der voll in meine Nase gekommen ist. Als ich über Videotrick gesprochen habe, habe ich eigentlich nicht sowas gemeint. Und auch hier, wenn ihr das mal anschauen wollt, bei den Blättern, schaut es total schön aus. Das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so einen besonderen Touch.
Jetzt überlege ich nur gerade, also diese hier möchte ich gerne hier unten hin machen. Hier hätten wir dann, ja, weil das Bild hier so eckig ist, geht jetzt hier das über diesen Rand von den Inchis drüber. Also die muss ja schon so tief sitzen, oder? Weil wenn man die hier hinsetzen würde, ja, das würde natürlich auch gehen, aber das schaut ein bisschen, muss man gerade das Gestrüpp hier wegnehmen, das schaut ein bisschen eigenartig aus. Blöd ist natürlich nur, dass ich jetzt die Pilze da unten hingeklebt habe, ich Depp. Weil ich wollte, dass die eigentlich sichtbar bleiben, aber darauf werde ich jetzt verzichten müssen. So, wenn die hier hinkommt, heißt das im Klartext, dass wir hier unten von diesen 2,5 Inches den Rand verlieren. Das heißt also, ich nehme mir jetzt hier tatsächlich doch ein bisschen von dem Wachs und tue das hier drauf, sodass es so aussieht. Boah, da kommt mir gerade noch eine andere Idee. Alter Schwede, warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Ja, aber das kann man nicht planen. Was man natürlich auch hätte machen können, wäre hier unten das jetzt tatsächlich so auszuschneiden, wie die Inchis sind, ne? Und das als Inchi dahin zu setzen. Also dann hätte man dieses hier nicht hinkleben dürfen, sondern aus dem Papier das Inchi ausschneiden und das dahin kleben und das nächste auch. Oh mein Gott! Alter, ihr bringt mich immer auf so Ideen, ne? Das gibt's überhaupt gar nicht. Wie cool wäre das denn bitte? Ja, okay, alles klar. Aufgabe verstanden, Luise. Aufgabe verstanden. Was machen wir mit dem Gestrüpp, wenn wir das hier oben drauf tun? Schaut das sehr geil aus, aber das verschwendet sehr viel von diesem wunderschönen Hintergrund. Die andere, die ich hier habe, die möchte ich gerne hier unten draufsetzen, weil ich das total schön finde mit diesen Tannen hier im Hintergrund. Und auf dieser abgerissenen Seite hier unten schaut das, glaube ich, echt schick aus. Und so habe ich einen Zusammenhang zu der anderen Seite. Allerdings ist das jetzt auf der rechten Seite sehr voll. Ich glaube, wir nehmen das hier und kleben das hier oben dran. So. Wie kriege ich jetzt das hin? Wenn ich das hier so hinmachen würde, ne? Mein Gott. Kann ich das jetzt wissen, wo ich das abschneiden muss? So, hätten wir das. Und dann machen wir erstmal die unteren hier fertig. Das heißt also, ich kann jetzt das hier als Inchi schneiden, weil ich ja da den Rand habe. Okay, das heißt, ich kann das hier einmal anlegen. So. Kruzifix ist es klein. Na, okay. Also das schafft man nicht unter die Schneidemaschine zu legen, definitiv nicht. Da werde ich mich jetzt darauf verlassen, dass ich gerade schneiden kann. So. Und jetzt müssen wir hier zwischen das Stück rausschneiden, dass das überhaupt. Oh, das wird so geil. Mein Gott, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Das heißt also, das hier ist jetzt ja, das muss ganz am Rand anstoßen, dieser kleine Schnupsi da. Aber das muss ich jetzt hier dran legen, dass ich sehe, wo ich das Stück rausschneiden muss. Genau, so legen wir das hier dran. Was für eine Operation. Und dann schneiden wir das hier ab. Hätten wir das hier mal so. Und ich finde es jetzt auch gar nicht ganz blöd, dass das jetzt, muss mal gerade hier meinen Strom ins iPad stecken. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen, was ich hier tue. So. Jetzt finde ich das gar nicht ganz blöd, dass die anderen Inchis hier drunter kleben. Weil das hier werde ich ja jetzt gleich draufkleben. Und dann haben die aber trotzdem die gleiche Dicke, weil das klebt ja auch auf den anderen drauf. Und da hier eins drunter klebt, ist das dann die gleiche Dicke. Das ist nicht schlecht. So, jetzt nur die große Frage. Ist das schon das, was wir wollen? Man hat jetzt schon etwas Mühe, das Ganze zu erkennen, und das liegt daran, dass wir hier auch noch eins rausschneiden müssen, glaube ich. Dann haben wir hier unten drei. Ja, eigentlich 1, 2, 3,
Zwei. Könnte man hier noch zwei rausschneiden, dann schneidet man dem Viech hier genau da so ziemlich viel ab. Das geht nicht. Aber dieses hier schneide ich noch raus. Also, da kann man jetzt sicher drüber streiten. Ich find's hammergeil. Sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber manchmal muss ich mich auch selber loben. Damit das jetzt hier vernünftig drauf hält, werde ich das mit so einem Flüssigkleber hier ankleben. Hierbei handelt es sich im Übrigen um Tacky Glue. So, jetzt haben wir da das Goldene. Wir haben hier das Goldene. Also das ist jetzt sicher nicht die einfachste Möglichkeit, das so zu schneiden. Wenn man das von Anfang an weiß, dass man das so machen möchte, dann kann man das ja viel kontrollierter schneiden. Da kann man sich vielleicht auch irgendwie so eine kleine Schablone oder sowas machen und die Abstände vor allen Dingen genau ausrechnen. Ich hatte das ja ursprünglich geplant. Jetzt kommt hier nichts mehr raus. Gibt's das jetzt? Ich hatte das ja ursprünglich geplant, dass diese Inchis lediglich als Hintergrund dienen und auch so ein bisschen so ein Junk-Journaliger Hintergrund sind. Das heißt, ich habe natürlich hier nicht gemessen zwischen den einzelnen Inchis, wie viel Abstand ich da habe. Bei so einer Operation hier wäre das natürlich durchaus sinnvoll. Jetzt überklebe ich hier mir mein allerschönstes Inchi von diesem ganzen Ding oder was? Na bitte! Leute! Ich klebe doch jetzt nicht über dieses Masterpiece von Inchi, dieses Ding da drüber. Das gibt's doch nicht, oder? Das Allerschönste von diesen Inchis klebt jetzt ausgerechnet hier, wo ich das komplett drüber kleben soll. Never. Komm ab, du Inchi. Dankeschön. So. Dann nehmen wir jetzt einfach irgendein anderes. Weil es ja wurscht ist, weil es ja nur der Untergrund für das andere ist. Bin gerade voll am Ausflippen, weil das so cool aussieht. Mal ein bisschen hier so festdrücken. Huh! Gott, warum hat denn jetzt der Wolf da so, so Glitzer, weil ich da sowas an meinem Finger habe? Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, aber dann. Kriegt ihr da auch noch irgendwo so ein bisschen was? Da ist natürlich jetzt nichts mehr an meinem Finger. Das schaut im Gegenteil, das schaut eigentlich ganz cool aus. Lasst euren Wachs bitte gescheit trocknen, bevor ihr da irgendwie in den Finger drauf geht oder das anklebt. So. Fertig. So ist das. bei dem anderen Projekt, also für mein englisches Video, da habe ich das nicht so gemacht. Also das habt ihr jetzt gerade schon an meiner Reaktion gemerkt, dass hier war eine völlig spontane Aktion, das so aufzukleben. Wenn ihr da noch eine Variation sehen wollt, wie das aussieht, wenn man das einfach ganz normal hier aufklebt, dann könnt ihr euch das englische Video ja auch noch angucken, wenn ihr möchtet, oder vielleicht nur den letzten Teil. Denn da habe ich um das Motiv hier noch so einen kleinen Schatten gesetzt. Das schaut ganz anders aus. Das schaut auch irgendwie interessant aus, schaut aber komplett anders aus als dieses hier, also von der ganzen Art her. Ja, ich könnte ja eigentlich mal gerade umblättern und euch das zeigen, ne? Dafür muss ich mal kurz meine andere kleine Szene hier in den Kasten schmeißen. Dann kann ich nämlich diese Klammern hier abnehmen. Und dann kann ich euch das andere zeigen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr euch das andere Video noch anschauen wollt oder nicht. So. Wäre das nochmal erledigt? Das ist nämlich gar nicht so einfach, ey. Ich sag's euch. Also die sind die Sache da mit TikTok und der ganzen Kacke da. Guckt mal. Hier schaut das so aus. Da habe ich das mit einem schwarzen Stabilo Allpen schattiert. Und auch hier, bei der, die ich hier auf die andere Seite geklebt habe, habe ich diese Schatten hinzugefügt. Und das hat eine total andere Optik. Also, wenn man das direkt vergleicht, schaut komplett anders aus, ne? Aber irgendwie finde ich, ja, weil welches findet ihr besser? Jetzt sag doch mal. Kann mal einer jetzt kommen und mir sagen, welches ihr besser findet? Ich höre nichts. Ja, also wenn ihr sehen wollt, wie ich das mit der Schattierung da gemacht habe, dann könnt ihr euch das andere Video noch angucken. Da gibt es so einen kleinen Teil mit so einem kleinen Schnelldurchlauf, wo ich das hier so schattiere. Da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen so die Abstufungen sehen, von nicht schattiert bis hin zu komplett schattiert. Ja, kann mich nicht entscheiden. Ich finde das beides irgendwie cool.
Und ich finde auch das Zitat, was hier unten steht, das hatte ich mir vorher schon ausgesucht für diese, also das habe ich schon vorher auf der Seite stehen gehabt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das passt ganz gut, wenn ich die Inchis und dieses Motiv mit den Fairies hier draufklebe. Just living is not enough. One must have sunshine, freedom and a little flower. Also das bedeutet, Leben ist nicht genug. Man muss ein bisschen Sonnenschein und Freiheit und eine kleine Blume haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Shoppen in Barbaras Online-Shop. Ich hoffe, ihr gönnt euch was Schönes. Der Link und alle Informationen und so weiter sind natürlich wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr euch das mal durchlesen. Dann könnt ihr da hingehen und euch auch so coole Sachen machen mit Barbaras Papier. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, was ihr hier davon haltet, insbesondere auch, welches ihr besser findet, dieses oder das mit der Schattierung. Das würde mich sehr interessieren. Ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bastelt euch was Schönes. Tschüss!